G9 jetzt. Mit dieser Forderung will die Freie Wähler Landtagsfraktion die bayerische Bildungslandschaft reformieren und eine Wahlfreiheit zwischen dem 8-jährigen Gymnasium G8 sowie dem neu gestalteten G9 schaffen. Von diesem Vorhaben soll auch Ministerpräsident Seehofer überzeugt werden. Wie? Mit einem kleinen Denkanstoß in Form eines großen Adventskranzes. Es ging uns Freien Wählern darum, dem Herrn Ministerpräsidenten die Augen zu öffnen. Ich habe ihn gebeten, jetzt in der Weihnachtszeit durch den bayerischen Gymnasiasten ein Geschenk zu machen und die Rückkehr zu einem 9-jährigen Gymnasium zu ermöglichen. Und er hat gesagt, er wird darüber nachdenken. Sind wir mal neugierig, was dabei rauskommt. Die 9 Kerzen stehen symbolisch für das G9. Denn viele Eltern und Schüler wollen das 9-jährige Gymnasium in Bayern zurück. Unterstützung bei ihrer Forderung nach einer Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 erhalten die Freien Wähler auch vom Bayerischen Philologenverband. Das ist ein sehr wichtiges bildungspolitisches Thema. Wir stellen ja fest, dass jetzt auch der Gymnasiallehrerverband umgeschwenkt ist und sich wieder zu einem 9-jährigen Gymnasium bekennt. Damit sind wir auf dem richtigen Weg, damit ist bewiesen, so können wir nicht weiter tun. Wir müssen für die Gymnasiasten in Bayern etwas ändern, mehr Zeit zum Lernen und mehr Zeit zum Leben. Aiwanger zeigt sich zuversichtlich. Er glaubt, dass es in Bayern wieder ein 9-jähriges Gymnasium geben wird, zumindest wahlweise. Die Vernunft wird sich durchsetzen, so das Fazit des Fraktionsvorsitzenden.